Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der U23 gegen die Stuttgarter Kickers. Grüße die beiden Trainer auf dem Podium und der Gast hat wie immer das erste Wort. Herr Seeberger hier, Kommentar zum Spiel bitte. Ja, vielen Dank. Erstmal eine herzliche Gratulation an Thomas Krück und seine Mannschaft für den Sieg und auch für den starken Auftritt. Ich denke, die Mainzer waren heute einfach im Einsatz zu stark für uns. Wir sind schon früh ins Hintertreffen geraten und der Torwart hat uns zwei, dreimal noch bewahrt oder Pfosten. Und wir hatten dann nicht so viel dagegen zu setzen. Wir waren nur einen Schritt zu spät. Die Mainzer haben wirklich Männerfußball gespielt und sind auch gut in die Zweikämpfe gekommen und waren schnell und wendig. Und wir konnten uns da nicht behaupten. Und das 2-0 war dann eigentlich eine logische Konsequenz durch die starke Leistung nach der Halbzeit von den Mainzern. Und wir hatten da kein Gegenmittel. Wir hatten zwar zwei, drei Chancen über Lacci und Ibra, aber auch da wollte kein Tor gelingen. Und dann kam es 3-0 mit dem Standard. Aber insgesamt ist natürlich jetzt die Situation, wo unabhängig von der Analyse vom Spiel, mir die Fans natürlich von Stuttgarter Kickers, ich auch jede Fanseele verstehen kann, jede Reaktion und jede Äußerung, weil es ist natürlich in so einem Verein extrem bitter, wenn man, glaube ich, zum ersten Mal in die Fünftklassigkeit muss. Und es ist natürlich brutal für den ganzen Verein, aber es hört sich zwar blöd an, aber ich muss die Spieler, weil die sind wirklich in Ordnung. Ich habe die vier Wochen jetzt, mit denen ich mit den Spielern verbrachen durfte, wirklich als gut empfunden. Die Ergebnisse sind natürlich grausam, aber trotzdem waren es gute Wochen. Die Jungs, die haben alles reingelegt und sie haben auch versucht, also am Wille lag es nicht, nur sie sind nicht reingekommen, sie waren einen Schritt zu spät gedanklich und auch vielleicht zu vorsichtig in der einen oder anderen Situation. Und dadurch waren im Zweikampfverhalten einfach die Mainzer uns auch als U23 als Nachwuchsmannschaft überlegen. Und das ist natürlich für jeden Spieler vielleicht auch, ja, wo sich Frage stellen muss, woran er sich bei sich arbeiten sollte. Weil ich denke, es ist eine brutale Situation, auch für mich, auch wenn ich jetzt ein paar Wochen da bin. Weil ich denke, man hofft immer bis zum Schluss, dass man noch ein Endspiel hat. Jetzt nächste Woche, das fällt wohl flach und es tut natürlich grausam weh allen. Aber wie gesagt, ich möchte einfach sagen, dass die Spieler eigentlich nicht gelernt haben, jetzt mit der Situation umzugehen. Und sie sind wirklich in Ordnung, aber als Gruppe und als Einzelperson auch von ihren Fähigkeiten her. Und es tut mir wahnsinnig weh und hört sich doof an. Aber der Abstieg ist eigentlich trotz allem unnötig, weil, wie gesagt, die Mannschaft als Gruppe und auch in der Individualität die Möglichkeit vielleicht gehabt hätte. Aber das ist jetzt müßig. Und dafür bedanke ich mich jetzt für die, dass ich eine tolle Leistung von Mainz sehen konnte, weil das sind wirklich tolle Spieler, toller Auftritt gewesen. Gratuliere dafür und wünsche Mainz natürlich alles Gute und Thomas auch für seine Zukunft. Dankeschön. Thomas, dein Kommentar zum Spiel. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich bin natürlich glücklich über das Auftreten meiner Mannschaft. Wir haben die Dinge wieder taktisch gut umgesetzt in diesem 3-4-3, was wir heute wieder gespielt haben. Wir sind jetzt in den letzten sechs Spielen viermal zu Null aus dem Spiel rausgegangen. Das war von vornherein die Basis. So bin ich an die Sache rangegangen und bin grundsätzlich mit der Entwicklung der Gruppe zufrieden. Und ich denke, dass wir heute auch offensiv daran angeknüpft haben, wo wir gegen Freiburg aufgehört haben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Positionsspiel, mit dem Rausspielen von den Torchancen, mit der Kontersicherung und insgesamt mit dem Auftreten der Spieler. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Funktionsteam bedanken, die mir sicherlich den Einstieg vor sechs Wochen sehr, sehr leicht gemacht haben. Ich habe mich sehr schnell sehr wohl gefühlt in der Gruppe und mir hat es in den sechs Wochen große Freude bereitet, die Mannschaft zu trainieren. Wünsche an der Stelle meinen Kollegen und den Stuttgarter Kickers für die Zukunft alles Gute. Der Verein gehört sicherlich nicht dahin, wo er aktuell ist und da drücke ich aus der Ferne definitiv die Daumen, dass es wieder komplett in eine andere Richtung geht. Dafür alles Gute. Vielen Dank. Danke, Thomas. Gibt es noch Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch ein schönes Wochenende und alles Gute für die Stuttgarter Kickers.